Ich denke, ich bin von meinem Weg abgekommen. Das ist meiner Mutter und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Wald befinden. Der Weg ist jetzt anders. Die Statue war die Quelle einer Illusion. Wir müssen in der Nähe sein. Was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung noch nicht. Wir brauchen nur ein Buch, einen Zauber, um den Schwarzen See zu überqueren und Lilith aufzuhalten. Fest verschlossen. Was ist mit dem Durchgang da drüben? Es ist in horadrischer Chiffre verfasst. Und hier, das gleiche Symbol an der Tür. Ich habe eine Idee. Vielleicht solltet ihr einen Schritt zurücktreten. Chess Bith Chat. Machen wir weiter. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Hey! Wartet auf mich! Es ist das gleiche Siegel wie zuvor. Es sollte leicht sein, es erneut zu brechen. Aber warum bringt es jemand hier an? Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Natürlich darf nichts unsere Verfolgung Liliths aufhalten. Ich öffne die Tür. Und wenn wir uns trennen, können wir schneller arbeiten. Nur wenn ihr auf dieser Seite der Tür bleibt. Gut. Wonach suche ich? Wisst ihr es nicht? Ein Buch, eine Schriftrolle oder irgendetwas, das uns hilft, den Schwarzen See zu überqueren. Chat! Oh,
dieses Buch beschützt. Ich sollte das Nerell bringen. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Interessant. Dieses Buch wurde von den Horadrim geschrieben. Hier sind Zauber und Theorien von Radma festgehalten, dem ersten Totenbeschwörer. Danach haben wir nicht gesucht. Nein, aber es kann trotzdem funktionieren. In diesem Buch muss es einen Zauber geben, der meine Mutter zurückbringt. Sie kennt das Ritual zur Überquerung des Schwarzen Sees. Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Mehr habe ich nicht. Meine Mutter wird uns helfen. Trefft mich dort unten.